Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 7.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, und wie ihr sehen könnt, der Bush Ranger hat gewonnen. Wir gucken mal ganz kurz, wie euer Voting bei uns gewesen ist. Hab ja für euch mit abgestimmt, das ist allerdings jetzt nicht mehr aufgenommen hier. Wir haben hier einmal von Cookie Fighter der Heftige, die Viehdiebin. Erstmal vielen Dank an dich. Grüße gehen raus, Cookie Fighter. Also Viehdiebin ist es nicht geworden. Dann haben wir Bush Ranger ist Beste von Keyman 19, hat 3 Likes bekommen hier. Und dann haben wir hier noch das Ergebnis unseres Votings. Das ist eigentlich Viehdiebin. Bei uns hat die Viehdiebin mit 5-1 gewonnen. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Bei uns auf dem Instagram-Account, da war der Wake Rider, ja, war es aber eigentlich ziemlich ausgeglichen, sage ich mal. Da hat der Wake Rider ein bisschen mehr gehabt als Viehdiebin und Viehdiebin ein bisschen mehr als Bush Ranger. Also eigentlich Bush Ranger jetzt hier nicht so gut abgeschnitten, wenn man jetzt mal von dem Kommentar von Keyman absieht. Ich war ein klein wenig überrascht, weil ich mag den Bush Ranger ja auch. Und nee, ich habe jetzt nicht für den gestimmt, aber also ich habe ja für euch gestimmt, also für die Viehdiebin, aber naja, also. Wir gehen jetzt mal in den Item-Shop von heute rein. Der Sieger ist hier. Bush Ranger ist jetzt verfügbar und da gucken wir jetzt gleich mal hier den kompletten Shop durch, deswegen der Honighacker, genau so. Cactus Pose ist hier, ja, nicht mehr so wirklich, ja, könnte man unter Umständen noch ganz gut benutzen. Das ist auf jeden Fall ziemlich witzig, der Teil kriegt von mir 8 von 10. Und Cactus Pose hat hier ein Prickly Pose. So, wo habe ich jetzt hier? Da muss ich jetzt gucken. So, da haben wir ein Voting von 4,46 von 5 bei 13 Votes am 13. Mai 2019. Das erste Mal im Shop gewesen. Dreimal, das dritte Mal jetzt 9 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 6. Juni 2019. So, dann geht's weiter. Dann haben wir als nächstes den Crisscross für 500 V-Bucks, das Teil. Boah, finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll. Kriegt von, also ist schon okay, aber nicht so knallermäßig. Kriegt von mir 7 von 10, aber das war auch schon Ewigkeiten nicht mehr im Shop gewesen. Also Crisscross, glaube ich, war schon länger nicht mehr im Shop. Bin mir jetzt nicht so wirklich sicher. Gucken wir mal da rein. Crisscross hat hier ein Voting von 4,0455 bei 24 Votes am 3. November 2018 das erste Mal im Shop gewesen. 7 mal 48 Reminders, letztes Mal im Shop am 6. August 2019. Ah, alles klar, das war dann Crisscross. Dann geht es weiter. Dann haben wir als nächstes den Schlürf, die Schlürf-Lackierung. Ich persönlich, ich weiß, die ist mega beliebt, ich persönlich finde die jetzt allerdings nicht ganz so toll, muss ich sagen. Das ist nicht so wirklich, wobei das könnte jetzt auf dem Wasser interessant sein, weiß ich nicht. Also Schlürf von meiner Seite 6 von 10, aber ich weiß, das Voting sieht auf jeden Fall komplett anders aus. Also, gucken wir mal, Slurp hat hier ein Voting, oh mein Gott, ein Hammer-Voting von, ja, 4,5 von 5 bei 32 Votes am 17. Juni 2019, das ist mal drin gewesen, 4 mal 49 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 39 Tagen am 29. September. So, dann geht's weiter, dann sind wir jetzt hier bei der Abtrünnigen Renegade für 800 V-Bucks. Ein ungewöhnliches Abtrünnigen-Outfit. Ja, war ja schon oft genug drin gewesen. Der Renegade kriegt von mir 5 von
10. Bin jetzt nicht so der Mega-Fan von dem Teil. So, Renegade hat hier ein Voting von 3,31 von 5. Bei, jetzt muss ich das einblenden hier, ich muss hier ein bisschen rumswitchen. 3,31 von 5 bei 58 Votes am 5. November 2017 das erste Mal drin gewesen, 20 Mal seitdem, 94 Reminders. Und das letzte Mal im Shop war vor 19 Tagen, am 19. Oktober. So, dann geht's weiter. Dann haben wir als nächstes die Bad Sickle. Und die Bad Sickle hat hier, Moment, das ist ja auch ein Standard-Picke. Das Teil kriegt von mir, wie immer, eine 7 von 10 für 800 V-Bucks. So, und hat hier folgendes Voting. Muss ich jetzt mal gucken. So, wo ist sie denn? Da ist sie. 3,48 von 5 bei 69 Votes. Am 12. November 2017 ist erstmal drin gewesen. 39 Mal. 76 Reminders, letztes Mal im Shop vor 43 Tagen am 25. September. Sorry, ist alles ein bisschen umständlicher heute. Zweiter Monitor verreckt und jetzt muss ich alles hier hin und her schieben auf einem einzigen Monitor. Ist ein bisschen umständlich das Ganze, aber kriegen wir schon hin. So, dann haben wir den Cloaked Shadow für 1500 V-Bucks. Das ist eigentlich ganz cooler Teil. Kriegt von mir 8 von 10. Cloaked Shadow kriegt von mir 8 von 10. Und der Cloaked Shadow hat hier ein Voting von so 4,07 von 5 bei 97 Votes am 28. Dezember 2018. Das war drin gewesen. 8 mal 191 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 30 Tagen am 8. Oktober. So, dann geht's weiter. Dann haben wir als allernächstes. So, sind wir schon hier beim Laserbeißer. Ich finde das Teil mega geil. Ich finde das Teil mega, mega, mega cool. Für 1500 V-Bucks. Kriegt von mir 10 von 10. Ist auch in einem Gameplay mit drin gewesen, soweit ich mich erinnern kann. Ich bin gerade am überlegen, welches Gameplay das gewesen ist. Aber in jedem Fall ein Laserbeißer mit drin. Müsste ich mal schauen. Wenn ich es finde, verlinke ich es oben rechts jetzt in der Ecke. So, Laserbeißer, wie gesagt, kriegt von mir 10 von 10. Hat hier ein Voting von 4,35 von 5. Bei 74 Votes am 27. Juni 2018 ist das erstmal drin gewesen. 10 Mal seitdem, 55 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 58 Tagen am 10. September. Der Laserchomp. Dann haben wir als nächstes hier den bissigen Taucher. Ich finde den jetzt nicht wirklich so toll, muss ich sagen. Für 2000 V-Bucks auch noch. Ist natürlich ein Kultskin, aber ich finde den nicht schön. Der Teil kriegt von mir 5 von 10. So, und der hat ein Voting von, was haben wir denn da? Da haben wir 2,99 von 5 bei 134 Votes. Am 22. Juli 2018 ist erstmal drin gewesen. 10 mal 64 Reminders, das letzte Mal. 184 Votes waren es. Das letzte Mal im Shop vor 58 Tagen am 10. September. Gut, wenn ihr wahrscheinlich, wird's komplettes Set wahrscheinlich drin gewesen sein. Dann geht's weiter. Dann haben wir noch hier den kleinen Mampfer, den finde ich richtig crazy. Crazy, der Style. Kriegt von mir 10 von 10. Der kleine Mampfer. Und der hat hier folgendes Voting. Wir haben 4,06 von 5 bei 35 Votes am 2. Februar 2018. Das ist mal drin gewesen. 19 mal 36 Reminders. Jo. Dann sind wir auch mit diesem Set schon soweit durch. Dann geht's hier weiter mit der Sonneneruption. Das ist der Flare. Hat hier diese zwei verschiedenen Styles. Einmal so und einmal so. Dann haben wir hier hinten diesen Rucksack. Man sieht hier alles so ein bisschen glühend bei diesem Style. Grüner Lumikern heißt das Teil hier. Okay, der kriegt von mir 7 von 10. Müsste auch ein Gameplay verlinkt sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, nagelt mich bitte nicht fest, aber ich glaube, wir haben dazu ein Gameplay. So, und der Flair hat hier ein Voting von 3,22 von 5. Bei 41 Votes am 21. Juni 2019 ist erstmal drin gewesen. 6 Mal seitdem.
10 Reminders, letztes Mal im Shop am 29. September. Nun, da wird wahrscheinlich auch wieder das komplette Set gewesen sein. Spaltlicht hier. Für 800 V-Bucks kriegt von mir auch 7 von 10. Und das hat ein Voting hier von... Das ist Splinter Red Light, hat 4,24 von 5 bei 21 Votes. Das letzte Mal, nee, am 21. Juni 2019, das erste Mal im Shop gewesen. 6x 9 Reminders. Das komplette Set wahrscheinlich drin war, brauche ich das andere jetzt nicht mehr. So, Fledergleiter, finde ich cool, kriegt von mir 9 von 10 für 800 V-Bucks. Und der Fledergleiter, das ist mega bad, hat hier ein Voting von 3,73 von 5 bei 15 Votes am 21. Juni 2019. Das heißt, wir trainieren jetzt 6x 3 Reminders. So, dann sind wir damit auch schon soweit durch. Dann haben wir noch die strahlende Axt. Kann ich jetzt nicht wirklich viel mit anfangen. Der Teil kriegt von mir 4 von 10 für 500 V-Bucks. Und das ist hier diese Vividex. Und die hat hier auch ein ziemlich miserables Voting, so wie ich das Ganze sehe. Wir haben hier 2,57 von 5 bei 7 Votes am 21. Juni 2019. Das ist mal drin gewesen. 6x 3 Reminders. So. Dann sind wir auch damit schon soweit durch. Dann geht's weiter hier mit dem Honighacker. Genau. Gucken wir mal. Ja, geil. Für 800 V-Bucks. Süß und trotzdem gefährlich. Teil des Waldgewalt. Da kriege ich einen Knoten in der Zunge. Da spielt mein Hirn ja total verrückt, wenn ich das vorlese. Waldgewalt. So, Waldgewalt-Set. Das tropft hier runter. Okay. Ich liebe Honig. Und ich hoffe, dass wir noch ganz lange was von den Bienchen haben. 800 V-Bucks das Teil kriegt von mir 7 von 10. Schauen wir mal, Werkzeugeffekt. Na, 7 von 10. So, dann hätten wir folgendes. Lass mal hier reingucken. Honey. Hitters hat hier ein Voting von 4 von 5. Bei 3 Votes am 7. November. Ja, ist ja heute. Klar, da brauche ich nichts mehr weiter zu sagen. Was ist los mit mir? So, und dann kommen wir zum neuen Bushranger. Ja. Hatte ich ja schon gestern kurz für das Voting, Community Voting vorgestellt. Hier der Bushranger für 1200 V-Bucks. Da sind hier diese Tannenzapfen-Granaten. Der Teil hat hier hinten dann diesen Honigkorb. Ich finde persönlich, also ich persönlich hätte dem auch meine Stimme gegeben. Bei uns war die Viehdiebin diejenige, die die meisten Votes bekommen hatte. Bushranger hat gewonnen, muss man akzeptieren. Ja, wenn euch, Moment mal, halt. Jetzt gehen wir hier nochmal hin zurück. Und ich muss dem Ganzen ja noch ein Voting geben. Ich muss den ganzen Shop hier noch bewerten. So, und da haben wir momentan aktuell ein Voting. Love it 1062, it's meh 1148 und 2794 hate it. So. Machen wir das jetzt hier. Also, wir haben auf der rechten Seite den Bushranger, der ist echt, ich finde den ganz cool. Die abtrünnige Kaktuspose, Crisscross, ja, ist okay. Laserbeißer ist ziemlich geil. Da dieses Set bin ich jetzt nicht so der Mega-Fan von. Also ich sag mal, ich mach mal ein Mittelding, ne? Also ich würde mal sagen, von meiner Seite aus gesehen ist das ein It's meh. Ist jetzt nicht der Hammershop, ist auch nicht total schlecht. Von mir gibt's das It's meh. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, aber nicht den Kanal und schaut es nächstes Mal rein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.